Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Das, was wir hier sehen, ist ein blau-weißer Überriese der Spektralklasse A mit 47 Sonnenradie. Ich glaube, den haben wir sogar in irgendeiner von der letzten Folge markiert. Und ja, ich bin dann hingesprungen. Ja, ist schon alles gescannt. Das, was es hier gibt, habe ich ehrlich gesagt keine Lust mehr anzugucken. Das sind alte Biosignale. Da mag ich momentan nicht. Ja, insofern machen wir einfach mal weiter im Text. Es sind noch drei Sprünge, glaube ich, bis zum nächsten Bookmark. Was gibt sonst noch? Letzte Folge war mal dem Planet mit den 8 Biosignale, gell? Da habe ich noch alles fertig gemacht. Es war, ja, größere OP, die Frontexa zu finden. Die Contra, die ging relativ gut. Die Funguida auch. Nur die Frontexa, die... da musste ich ein bisschen suchen. Hat sich nicht mehr gelohnt. Nur die Frontexa Fera, die bringen jetzt auch nicht so furchtbar viel. Aber hey, hat geklappt. Alles ingesammelt und das System, wo einiges dort zu tun war, ist halt komplett abgearbeitet. Und das bedeutet, dass man mittlerweile 202 Millionen an Biodata an. Wow. Da kommt einiges zusammen. Sehr cool. Ja, wir gucken jetzt mal, was wir so finden. Und wenn ich richtig weiß, ist das da die Folge für Halloween, für Dienstag. Eventuell für manche von euch der Reformationstag, oder? Das ist doch der am Ende 30. oder? Weil in unserer Region hat man Allerheiligen frei, also der 1. November. Irgendwo ist es doch auch so, dass es doch am Reformationstag frei ist. Naja. Auf jeden Fall, wie man es dreht und wendet, eine Woche mit Feiertag, kurze Woche, naja, ungefähr. Das ist doch schon mal viel wert. So. Tank ist auch wieder voll. So, das war's mit Gasriese. Ja, nichts außer hier zur Höllewelt. Da war relativ weit weg. Da wollen wir dann, glaube ich, auch nichts. Oh, da sind wir dann auch schon. Oder wir kommen jetzt hin bei blauer Überriese. Wunderbar. Ist unentdeckt. Wunderbar.
Ist auch alleine im System. Ja, 326 Sonnenradio, 66 Sonnenwasser. Okay, 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 okay. Aber zumindest ist er unentdeckt. Das ist das Wichtigste hier. So, wo müssen wir hin? Lass uns mal gucken. Eigentlich könnte man dahin fliehen. Dann könnte man halt dann hier weitermachen. Das ist, glaube ich, ein guter Plan. Ja, das machen wir. Aber wir gucken mal ganz schnell noch. Habe ich keine Route geplant? Hä, hallo? Ich wollte Route planen. Meine Güte. Doch, ich habe doch Route geplant. Achso, ich war komplett woanders da. Okay, alles klar. Alles klar. Chronisch verwirrt. So, Moment. Da ist ein orangener Riese, aber auch nur einer. Dünnes noch einer. Also wer mag, ich lasse euch übrig. Fünf Sprünge. Na komm, dann springen wir lieber mal. Das heißt, eigentlich müssen wir jetzt erstmal an dem Kavenzmann hier vorbei. Das wäre eine gute Idee. Hier sind wir jetzt erstmal in Trankreichweite. Mir macht das alles ganz gechillt. Oder überhaupt Sprit. Okay, ist alles voll. Gut. Das sind Geräusche. Die passen hier richtig bei Halloween. Ja, apropos Halloween. So, ich glaube, wir können jetzt. Ja, können wir. Hab ein paar schöne Horrorfilm-Tipps für euch. Ein paar könnten eigentlich schon kennen. So, am Freitag hätte ich. Freitag? Doch, ja, Freitag hätte ich noch Dagon geguckt. H.P. Lovecrafts Dagon. Ist schon ein bisschen älterer Film, ich glaube von 2000, ein Dreh aus Spanien und Amerika oder England. Auf jeden Fall viel spanische Darsteller. Ist ein Film von Stuart Gordon, produziert von Brian Usner, und die auch nicht so völlig unbekannt sind in dem Genre. Ja, H.P. Lovecraft Geschichte. Und zwar nicht Dagon, obwohl er so heißt. Er dreht sich halt nur um den von den großen Alten, der Dagon, dieser Gott aus dem Meer oder so, was das ist. Aber eigentlich ist Dagon ist eine lupenreine Version von Schatten über Innsmouth. Diese bekannte Geschichte von dem Küstenstädtchen oder Küstendorf Innsmouth, wo halt ja die Leute so über die Jahre so Gott angebetet haben und sich in Fische zurückverwandelt. Darum geht's in der Geschichte. Und genauso ist das auch in dem Film. Und der ist richtig gut. Also, hätte ich da gedacht. Lovecraft-Verfilmung ist immer so Sach, meistens sind sie schlecht. Ab und zu stimmt nur die Stimmung, aber der Film nicht schlecht. Also die CGI-Effekte sind zwar furchtbar, also da sind halt gleich am Anfang schon zu viel, wenn halt so die Protagonisten auf dem Boot sind, das Boot leckschlart, dann so eine Felsen hängt, das sieht furchtbar aus. Da könnte man schon denken, oh oh oh, aber die Viecher, wo nur noch kommen, das sind halt schon praktische Effekte.
Es gibt viele Tentakel, alles praktisch gemacht und so. Da kann man über CGI hinwegsehen. Und also wie gesagt, der Film, die Lovecraft-Stimmung, die trifft der richtig gut. Und der ist auch teilweise richtig creepy. Also Hut ab, hätte ich nicht gedacht. Dagon kann man tatsächlich gucken. Sollte man auch. Vor allem, wenn man halt Lovecraft-Fan ist. Also kann ich echt nur empfehlen. Und dann habe ich Samstag, also gestern, zum ersten Mal überhaupt, das werden wir wahrscheinlich lachen, Invasion der, nee, ich glaube, die Körperfresser kommen, heißt er. Im Original Invasion of the Body Snatchers. Und zwar die Version vom Philip Kaufman aus den 70er, 78 glaube ich. Und das ist ja ein Remake, wenn man so will. Oder eine Neuinterpretation vom, vom Film Die Dämonischen vom Don Siegel aus den 50er. Also, da er eigentlich auch die gleiche Story hat. Den Film aus 50er mag ich total, der ist super. Und die Körperfresser kommen ist so ein Film, wo ich mich gefreut habe. Wieso habe ich denn nicht schon eher geguckt? Wieso kannte ich denn noch nicht? Weil der ist sehr gut. Top-Besetzung, Donald Sutherland, Jeff Goldblum, ziemlich jung sogar, Leonard Nimoy, die Veronica Cartwright ist dabei, die kennt man aus Alien zum Beispiel. Und noch eine ziemlich junge Frau, Puck Adams, der Name habe ich bis sogar noch nie gehört, aber das Lächeln von der ist einfach nur der Überhammer. Das ist auch das so ziemlich einzig erfreuliche und schöne an dem Film, also ästhetisch. Nee, war auch nicht richtig. Der Film sieht schon gut aus, aber er ist halt sehr düster und sehr beklemmend und nicht gerade sonderlich positiv, sagen wir es mal so. Und genau, die Story ist halt prinzipiell die gleiche wie bei dem Film von den 50er, der ja auch auf so einem Roman basiert. Und ja, der Film ist richtig gut. So richtig Oldschool-Horror, wie man es halt damals gemacht hat, ohne Jumpscares, sehr langsam erzählt, total unaufgeregt. Die Action-Szene, die eine, die es gibt, die halt mal, die hat man erst am Ende. Und dort vor gibt es halt einfach nur Spannung, die sich halt, die minütlich größer wird. Also richtig gut. Von der Darsteller auch. Das passt alles. Der Soundtrack, der ist richtig gut. Wir haben hier ein Planet, den könnte man mal scannen. Argon und 2. Bist du? Neon. Argon und 2. Wir gucken mal. Na, 2,5, das geht noch. Wahrscheinlich Bakterien von Tigulua, aber wir gucken mal. Vielleicht haben wir ja Glück und ja. Wir gucken uns mal an. Ja, also wie gesagt, der Film, also wer den noch nicht kennt, definitiv mal gucken. Kam jetzt ein neues Release von Turbine raus. Erstmals auf UHD und Blu-ray, also so schönes Mediabook. Mit einem großen Textanteil, den habe ich allerdings noch nicht gelesen. Bin ich momentan noch bei ein paar andere dran. Also der Film ist echt top. Also hat mich echt gewundert. So richtig schöner Oldschool-Horror. Ohne Jumpscares. Einfach nur, wie man es halt machen muss. Dann musste ich noch gestern Abend auch noch was anderes gucken. Auch noch Neuerscheinung. Wobei Neuerscheinung. Der Film ist von, boah, keine Ahnung, Mitte der 50er oder so, hat den schönen Namen Earth vs. the Flying Saucers. Wie heißt der im Deutschen? Ich muss gerade gucken. Fliegende Untertassen greifen an. Klassischer Film von Domholz halt. Und das Besondere an dem Film sind halt die Effekte sind vom Ray Harryhausen. Name kennt man ja, der berühmte Stop-Motion-Künstler da mit seinem Sindbad und was auch immer. Und
Der Film, ja, die UFOs sind recht präsent, weil es dauert nicht lang, da sieht man das erste UFO, die sieht man immer mehr. In der Mitte zieht er sich so ein bisschen, wo halt der Held und so erstmal die Waffe entwickeln muss, mit dem er geht die Außerirdische vorgeht und so. Aber die letzte 15 Minuten, das ist der Hammer. Das ist einfach nur eine, ich sage einfach mal, Zerstörungsorgie, wie man sie damals halt machen konnte. Und das ist die eindeutige Vorlage für M. Emmerich sei Independence Day. Aber ist sowas von. Nur halt hier schön mit Stop Motion und okay, gut, Miniature gab es bei ID4 auch. Nicht zu wenig. Aber da hat er sich 100.000%ig dort davon inspirieren gelassen, weil das ist richtig genial. Wenn ich halt vor Augen halte, dass das halt wirklich aus der 50er ist, Mitte der 50er, was der Harryhausen da gemacht hat, das ist der Hammer. Das sieht so gut aus, einfach nur. Und was der Film auch noch gut macht, mittendrin gibt es immer so Szenen mit UFOs, wo zum Beispiel das UFO eine Bomber angreift und der Bomber abstürzt oder so Jagdflugzeuge abstürzen oder wo ein Schiff angreift, wo kompletter Zerstörer explodiert. Und das sind einfach nur reale Aufnahmen. Von, keine Ahnung, das Ende war eine kontrollierte Sprengung vom Zerstörer, wo man halt auf Video festgenommen hat, das Ende war, muss ein Unfall gewesen sein von so einem Jagdflugzeug bei einer Flugshow oder so, also traurig genug, aber nicht sowas wie Rammstein. Und das andere, das ist auch echte Aufnahme, so großer Bomber kaputt geht. Und das ist so genial mit deinen Effekten kombiniert, mit deinen Modell-UFOs, also Hut ab. Vor allem gegen Ende macht der Film so viel Spaß, das gibt's nicht. Der Hammer. Ja, das war so die Ausbeute bisher. Weil, wie gesagt, die fliegende Untertassen greifen ein. Jetzt ist auch erstmal, also ich glaube, erstmals in Deutschland auf Blue rauskommen. Auch im schönen Mediabook. Und da bin ich gerade noch am Lesen. Bakterien von Ticuloa. Wir gucken es uns trotzdem mal an. Obwohl ich nur glaube, dass wir hier wieder die Campestres haben. Aber wenn wir schon mal hier sind, landen wir auch. Ja. Dann liegt jetzt noch ein anderer Film bei mir rum, auch im Mediabook, auch Blu-ray-Erstveröffentlichung, glaube ich, und zwar 20 Million Miles from Earth oder to Earth. Auf jeden Fall der deutsche Titel ist Die Bestie aus dem Weltenraum. Ja, nicht Weltraum, sondern Weltenraum. Da merkt man schon, der Film ist ein bisschen älter. Ich glaube von 2,50 oder so. Auf jeden Fall auch eine 50er. Effekte auch vom Ray Harryhausen und der Film ist auch gut. Kenne ich auch schon. Der macht auch richtig Spaß, wenn das Monster ist so Raumschiff, wo zur Venus flieht, dann kommen sie zurück und dort ist was dabei und in der Erdatmosphäre, da wird das Vieh halt groß, größer, am größten und macht Sache kaputt. Also auch unglaublich charmanter Film. Mal gucken, ich werde den oben wahrscheinlich angucken. Das war so die Wochenendausbeute. Und da habe ich mich richtig drauf gefreut, auf die zwei Filme gestern. Ich war endlich mal, um dann die Körperfresser kommen, zu gucken, die 70er Variante, weil ich ja halt auch das Original so lieb. Und halt der fliegende Untertassen greifen an. Ich finde den einfach so grundsympathisch und der passt. Hab's hier schon mal ein paar Mal erwähnt. Ich habe ja Fable für die 50er Jahre Horror, das geht hier immer. Ich weiß nicht, die sind auch schon kurz, die Filme. Die gehen teilweise 80 Minuten. Das ist einfach gut, die kann man einfach so schön weggucken. Und so irgendwie die Grundnaivität, wo du immer drin steckst. Und ja, das ganze Flair halt. Merkt halt wirklich, wo das halt auch herkommt. Vor allem. Oh, was haben wir da? Moment. Dieses Body Snatcher Thema. Das ist Campestres, oder? Das sind das die anderen. Nö, das sind. Oder? Nö, das ist Campestres, oder? Jo, von Tigula Campestres Smaragd. Naja, gut, bringt nichts, aber machen wir schon mal Dosen, dann sammeln wir es auch. Ja, so.
Und da merkt man ja eindeutig, wo die Filme oder aus welcher Zeit die halt kommen. Gut, auf den Ende 70, auf den 79er trifft das, 78er trifft das halt dann nicht so, aber es ist halt ein Remake. Diese Angst vorm Kommunismus damals, das ist ja dieses, das geht's ja eigentlich in dem Film. Auch wenn es halt im Film halt Außerirdische sind, beziehungsweise Spore, die die Mensch halt übernehme. Ach ja. Schönes Ding, auf jeden Fall. So, ja, Quinticula Campestris Smaragd kennen wir schon, Farbe auch. 1 Million, aber egal. Kleinvieh und so. Und lass uns mal die Augen aufhalten nach Bakterie. Hat eigentlich eher darauf spekuliert, dass es wieder die andere Funticula hat. Aber naja, auch gut. Sehen eigentlich auch schön aus, die Dinger. Kann man nichts sagen. Schöne Struktur da. Ja. Und so, und die Probe können wir noch fertig machen. Oh, da sind sogar Bakterien. Wunderbar. Gucken wir mal, wenn wir da in der Mitte davon landen. Ich scanne sie schon mal. Was haben wir dann da? Bakterium Vesicula Gold. Ich glaube, die bringen wir auch nur 1 Million. So, ich lande hier mal, weil hier gab es auch Funticula. Eventuell haben wir Glück. Und das reicht schon. Dann könnte man nämlich direkt mit Bakterien weitermachen. Oh nö. Moment. Da, dann schauen wir schnell da hin, würde ich sagen. Nicht schlimm, oder? So, ich hoffe mal, dass das reicht. Das hätte ich aber auch zu gut angeboten, wäre denn eine Bakterie halt. Ja, das passt hier. So, können wir auch noch ein Bild machen. So, sehr schön. So, genau, Bild haben wir damit auch. Und ich würde sagen, Moment, wir gucken noch ganz schnell, was die Bakterien wert sind. Ich habe es vergessen. Wahrscheinlich nur 1 Million, oder? Ich glaube, die Vesicula sind auch nicht viel wert. Sogar der Farbtyp haben wir schon. Naja. Das kommt jetzt alles so. Kleinvieh macht auch Mist zu oben drauf. Auf unserer Biodate. Jupp, 1 Million. Das ist nicht viel. Ja, bin ich schon angefangen, machen wir es auch fertig. So, damit haben wir es dann auch für die heutige Folge. Ich wünsche euch schönes Halloween. Vergisst nicht, den Klassiker vom John Carpenter zu gucken. Ganz wichtig heute. Und genau, bis zum nächsten Mal. Bye bye.